Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie gern hätte ich Sie in diesem Jahr endlich persönlich zum traditionellen Neujahrsempfang der Stadt Lüdenscheid hier im Kulturhaus begrüßt und wie gern wäre ich nach dem offiziellen Teil mit Ihnen ins Gespräch gekommen. Und wie gern hätte ich mich mit Ihnen auf ein schönes, erfolgreiches und gesundes Jahr 2022 verständigt und darauf angestoßen. Und leider bleibt es beim Wäre und Hätte, denn die Pandemie liegt immer noch nicht hinter uns. Das Coronavirus, die Omikron-Mutation und die noch immer hohen Infektionszahlen machen weiterhin Einschränkungen unseres alltäglichen Lebens und auch unserer individuellen Freiheit erforderlich. Und aus diesem Grund wende ich mich also auch in diesem Jahr mit einer Videobotschaft an Sie, die wir vor ein paar Tagen hier im Kulturhaus aufgezeichnet haben. Es ist sicherlich keine Übertreibung, von einem denkwürdigen, einem schwierigen, ja, einem anstrengenden Jahr 2021 zu sprechen. Von einem Jahr, das uns alle viel Kraft und Nerven gekostet hat. Und die Gründe dafür lassen sich in drei Worten zusammenfassen. Corona, Hochwasser und Vollsperrung. Und genau mit diesen Themen beschäftigen wir uns jetzt zunächst. Die ersten Monate des Jahres 2021 waren von massiven Einschränkungen geprägt. Unter anderem waren Schulen, Geschäfte, Gastro- und Kulturbetriebe lange geschlossen. Und im April 2021 galt im Märkischen Kreis sogar kurzzeitig eine nächtliche Ausgangssperre. Sogenannte Inzidenzstufen entschieden über Verschärfungen oder Lockerungen der Vorsichtsmaßnahmen. Heute haben wir unter anderem mit den Hospitalisierungsraten weitere Optionen einer stärkeren Differenzierung. Ab Mitte Mai gingen die Infektionszahlen deutlich zurück, die meisten Regeln entfielen bis in den Herbst und es fühlte sich ein Stück weit so an, als ob wir unser altes Leben zurückbekommen würden. Außerdem standen nach und nach Impfstoff für alle zur Verfügung und die Hoffnung auf das Ende der Pandemie war überall spürbar, doch leider trügerisch. Denn dann kam Delta und wurde zur vorherrschenden Corona-Mutante, die hochgradig ansteckend und aggressiver als ihre Vorgänger war. Die Infektionszahlen schnellten in die Höhe und erreichten im November und Dezember immer neue Rekordwerte, weit jenseits der bundesweiten Inzidenz von 400. Die lange angekündigte und lange unterschätzte vierte Welle war mit voller Wucht über uns zusammengeschlagen. 2G, 2G plus, 3G, all das gehörte längst zu unserem Alltag, ebenso wie die Begriffe Hospitalisierungsrate und Boosterimpfung. Und jetzt? Jetzt blicken die Experten mit Sorge auf Omikron, die nächste Corona-Mutation, die noch ansteckender zu sein scheint. Und deshalb haben Bund und Länder Ende Dezember neue Corona-Regeln beschlossen, darunter auch wieder Kontaktbeschränkungen für uns alle. Die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Omikron, die nun nach und nach veröffentlicht werden, machen jedoch auch Mut. Denn obwohl sehr viel ansteckender, deuten erste Untersuchungen auf eine geringere Gefährlichkeit hin. Das sollte zunächst keine Entwarnung sein, denn sehr viel mehr Menschen werden sich anstecken. Aber es gibt, und das sagen erste Expertinnen und Experten, die Omikron als einen möglichen Weg aus dem Ausnahmezustand sehen, Hoffnung. Denn wir kommen von der pandemischen in eine endemische Lage. Hoffen wir alle darauf. Was bleibt also unter Corona-Gesichtspunkten und im Zeitraffer? Vor allem doch die Erkenntnis, dass die Bewältigung dieser Pandemie eine globale, gesamtgesellschaftliche, langwierige und kräfteraubende Herausforderung ist und bleibt. Corona bedroht nach wie vor auch bei uns viele Existenzen und trifft einige Branchen und Menschen härter als die anderen. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass Bund und Land umfangreich finanzielle Hilfen zur Verfügung stellen. Mindestens genauso wichtig ist aber der Zusammenhalt vor Ort und auch die Menschen hier vor Ort brauchen Unterstützung. Und dazu gehört es in meinen Augen auch, sich impfen zu lassen. Sollten Sie noch nicht geimpft worden sein, möchte ich Sie noch einmal eindringlich darum bitten, lassen Sie sich impfen. Wissenschaft und Fakten belegen ganz eindeutig, dass ein vollständiger Impfschutz die Gefahr einer Ansteckung und Weitergabe des Coronavirus deutlich verringert. Und damit ist es leider trotzdem nicht ausgeschlossen, dass man sich anstecken kann. Aber, und das ist das Entscheidende, eine vollständige Impfung verringert das Risiko, schwer oder sogar tödlich an Corona zu erkranken. Und zwar deutlich. Ein weiterer wissenschaftlich belegter Fakt, je mehr Menschen geimpft sind, desto eher und besser kriegen wir das Virus in den Griff. Außerdem braucht es auch weiterhin Verantwortung, Rücksichtnahme und Solidarität. Gern möchte ich auch noch einige Worte an diejenigen richten, die Angst haben, die zweifeln, die sich sorgen.
Ich habe dafür Verständnis, denn es ist ihr gutes Recht, Dinge zu hinterfragen, und dies gehört zweifelsfrei zu einer offenen, toleranten und demokratischen Gesellschaft dazu, die dieses Zweifeln seit Beginn der Pandemie nicht nur explizit gestattet, sondern ihr allen Raum zum Diskurs geboten hat und nach wie vor bietet. Zum gegenseitigen Verständnis gehört es dann aber auch, dass die große Mehrheit der Gesellschaft den Anspruch formulieren darf und muss, dass man sich ernsthaft und faktenbasiert mit dem Sachverhalt auseinandersetzt und seine Rolle und Verantwortung innerhalb einer Solidargemeinschaft und der Gesamtlage nachhaltig reflektiert. Und dazu gehört es neben der bedeutsamen Frage der Impfung auch, sich sehr genau anzusehen, mit wem man sich zusammentut und wer neben einem läuft, wenn man spazieren geht. Dass man sich sehr genau ansieht, was in den entsprechenden Gruppen geschrieben und gesagt wird, und dass man für sich selbst sehr genau entscheiden sollte, ob man gegebenenfalls eher extremen Positionen folgt, die nicht auf Zusammenhalt und Solidarität zielen, sondern auf Abgrenzung, Hass und Hetze. Denn eins ist doch eindeutig. Je lauter, je heftiger, je schärfer eine bestimmte Position vorgetragen wird, und dies vornehmlich im anonymen Raum der sozialen Medien, so wahrscheinlicher ist es, und davon darf man ausgehen, dass diese Position nicht die der großen Mehrheit der Gesellschaft entspricht. Ich möchte dennoch an alle Seiten appellieren, den Willen und den Mut zum offenen Diskurs, auch zur Versöhnung und zum Aufeinanderzugehen nicht zu verlieren. Denn das hat uns als Gesellschaft und als Stadtgesellschaft immer ausgemacht, und wir sollten diesen Weg nicht verlassen, denn wir werden diese gemeinsame Basis auch in Zukunft dringend benötigen. Insbesondere der Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen sollte uns Mahnung und Ansporn zugleich sein, in den kommenden Wochen und Monaten entschlossen, umsichtig und ganzheitlich auf die Gesamtlage zu schauen. Denn wir als Gesellschaft haben den Kindern und Jugendlichen viel zugemutet. Wir haben viel verlangt und wir haben vielleicht auch nicht immer genau genug hingesehen. Denn gerade bei unseren Jüngsten sollten wir aber sehr genau hinsehen. Denn wenn eine Gruppe zu jeder Zeit und in jeder Phase dieser Pandemie besonders solidarisch und rücksichtsvoll gehandelt hat, dann sind es unsere Kinder und Jugendlichen gewesen, denen diese Pandemie ein großes Stück Unbeschwertheit und Kindheit und Jugend genommen hat. Machen wir uns das immer wieder bewusst. Jetzt ist es an uns, diese Solidarität zu erwidern. Der Kulturbetrieb ist seit Beginn der Pandemie im Ausnahmezustand. Kunst und Kultur sind jedoch wesentlicher Teil des Kittes, der unsere Gesellschaft im Inneren beisammen hält. Auch hier sollten wir alles daran setzen, Kunst und Kultur so schnell wie möglich wieder den Raum zur Entfaltung zu geben, den sie benötigen, um ihre integrative, diskursive, kritische und auch fordernde Rolle innerhalb unserer Gesellschaft vollumfänglich erfüllen zu können. Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle im Namen der gesamten Stadtverwaltung bei allen Menschen, die Impf- und Testzentren betreiben und dort arbeiten, sowie bei den Hausärzten und bei ihrem Personal. Diese Menschen leisten auch am Wochenende, an Feiertagen und nach Feierabend einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen das Virus und sorgen gleichzeitig dafür, dass wir Freiheiten und Möglichkeiten in unserem Pandemiealltag haben, die wir vor einem Jahr um diese Zeit zum Teil noch in weiter Ferne wähnten. Ich möchte mich auch bei allen Ärztinnen und Ärzten und bei den Menschen in medizinischen Berufen bedanken, die nun seit fast 2 Jahren am Rande der Belastung arbeiten. Auch um diese Menschen zu schützen und um ihre Arbeit und ihren Verdienst zu würdigen, sollten wir uns alle impfen lassen. Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema und zu einem von 2 Daten des Jahres 2021, die uns sicher länger im Gedächtnis bleiben dürften. Ich rede vom 14. Juli. Es war ein Mittwoch, genauer gesagt der Mittwoch, an dem Unwetter und Starkregen in vielen Regionen Deutschlands für Überschwemmungen und Hochwasser sorgten und Schäden in einem unvorstellbaren Ausmaß verursachten. Verglichen mit Nachbarstädten wie Altena und Hagen kamen wir noch glimpflich davon, und dennoch standen auch in Lüdenscheid zahlreiche Keller, Wohnungen, Firmen und Geschäfte unter Wasser und trugen schwere Schäden davon. Besonders hart traf es Brügge und Brünninghausen. Die Beseitigung der Schäden, sowohl im privaten und gewerblichen als auch im öffentlichen Raum, kostete und kostet viel Zeit, Geld und Nerven. Mancherorts sind Schäden noch sichtbar und machen sich sicherlich auch noch für den einen oder anderen auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar. Vergessen wir aber eins nie. Neben den materiellen Schäden gibt es emotionale Wunden,
deren Folgen sich nicht durch Geld beseitigen lassen. Hier sind wir als Menschen, als gesamte Gesellschaft gefordert. Und eben deshalb bleibt auch eine positive Erinnerung. Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft. Menschen rückten mit Schaufeln und Eimern an, um Straßen, Gärten und Gebäude gemeinsam von Schlamm, Schutt und Wasser zu befreien. Und Menschen bereiteten Essen zu, das sie an Helfer und Betroffene verteilten, damit diese während der Aufräumarbeiten bei Kräften blieben. Und Menschen organisierten Kleider- und Möbelspenden, um denjenigen zu helfen, die vieles verloren hatten. Und darauf können und dürfen wir alle gemeinsam stolz sein. Allen, die mit angepackt haben, danke ich hiermit erneut von ganzem Herzen. Erlauben Sie mir bitte trotzdem gesondert die Feuerwehr und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des SDL hervorzuheben, die teilweise rund um die Uhr im Einsatz waren und unzählige Überstunden geleistet haben, um helfen und wieder Ordnung schaffen zu können. Und ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen des Bürgeramtes und des Ordnungsamtes, die trotz damals extrem dünner Personaldecke und sehr hohem Arbeitsaufwand sofort und ohne zu zögern bei der Stadt Altena ausgeholfen haben. Generell hatte das Bürgeramt, so wie schon 2020, wegen der Corona-Pandemie erneut deutlich mehr zu bewältigen. Und ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern daher für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich außerdem mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe noch hinzufügen, dass wir den Themen Umwelt und Klimaschutz künftig noch mehr Bedeutung einräumen müssen und werden. Mit unserem Aktionsprogramm und dem dafür zuständigen neuen Fachbereich 6 innerhalb der Verwaltung wollen und werden wir für mehr Nachhaltigkeit sorgen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum. Wir alle werden umdenken müssen, um schnellstmöglich klimaneutral zu werden. Corona und das Hochwasser hätten eigentlich schon gereicht, um das Jahr 2021 als schwierig einzustufen. Aber es sollte noch eine Steigerung kommen, denn der 2. Dezember wurde leider ebenfalls zu einem denkwürdigen Tag. An diesem Donnerstag erfuhren wir am späten Nachmittag, dass die Talbrücke Ramede einsturzgefährdet ist. Und bereits kurz darauf sperrte die Autobahn GmbH des Bundes die Brücke komplett für den Verkehr und damit auch die A45 zwischen den Anschlussstellen Lüdenscheid Nord und Lüdenscheid Mitte. Damit war und ist die Sauerlandlinie, die nicht umsonst als Lebensader nicht nur unserer Region gilt, von jetzt auf gleich durchtrennt. Die Folgen sind in jeder Hinsicht dramatisch und katastrophal. Zehntausende Fahrzeuge, die eigentlich an unserer Stadt vorbeirollen, quetschen sich nun durch unsere Straßen. Die Umleitungsstrecken sind überlastet, Nebenstraßen und Wohngebiete verstopft, Staus und lange Wartezeiten, aber auch viele gefährliche Situationen im Straßenverkehr die Folge. Und das wiederum wirkt sich negativ auf die Lebensqualität zahlloser Anwohnerinnen und Anwohner aus, die rund um die Uhr unter dem Lärm und den Abgasen leiden, die keinen Schlaf mehr finden, die geschafft und verzweifelt sind. Die Vollsperrung der A45 ist darüber hinaus auch existenzbedrohend für zahllose Händler, Dienstleister, Gastronomen und Firmen. Denn sie alle sind auf eine funktionierende Infrastruktur in einer der stärksten und bedeutendsten Wirtschaftsregionen Deutschlands angewiesen. Vor allem angesichts der Tatsache, dass die Corona-Pandemie hier zum Teil schon für erhebliche wirtschaftliche Einbußen gesorgt hat. Der Ausblick ist für uns alles andere als erfreulich. Mindestens bis zum Frühjahr bleibt die Talbrücke voll gesperrt. Verstärkungen der Stahlkonstruktion sollen aber zumindest dafür sorgen, dass wieder Pkw über die Brücke fahren dürfen. Das wird für Entlastung sorgen, aber es steht auch fest, dass viel zusätzlicher Schwerlastverkehr weiterhin über unsere Straßen wird rollen müssen. Denn der Neubau der Brücke wird einige Jahre dauern. Und Bund und Land sind hier gefordert, uns als Stadt und auch unsere Region, der drittgrößten Industrieregion Deutschlands, zu helfen. Bund und Land haben uns schnelle und umfassende Hilfe zugesichert. Und dazu zählen auch beschleunigte Planungs-, Genehmigungs- und Bauverfahren. Und dazu zählt auch, den Schwerlastverkehr zu verringern. Und ich versichere Ihnen, dass wir als Stadt zusammen mit der heimischen Wirtschaft und Politik sowie dem Märkischen Kreis alles in unserer Macht Stehende tun werden, um die Erfüllung dieser Versprechen einzufordern
und den überfälligen und beschleunigten Neubau der Talbrücke wahr werden zu lassen. Dazu gehört übrigens auch, dass wir Druck machen und damit auch nicht nachlassen werden, damit die gefühlten Endlosbaustellen auf den Bundesstraßen und im Bereich der Innenstadt schneller fertiggestellt werden, die den Verkehr zwischen unserer Stadt, in unserer Stadt und unseren Nachbarn lähmen. Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, wir durften im vergangenen Jahr aber auch einen großen und für uns wichtigen Erfolg feiern. Denn trotz der Corona-Pandemie und trotz der Hochwasserschäden ist es uns als Verwaltung gemeinsam mit der Politik erneut gelungen, für einen ausgeglichenen Haushalt zu sorgen. Und nicht nur das, die Finanzen oder der Finanzplan für 2021 ist der letzte, mit dem wir an die Vorgaben der Haushaltssicherung gebunden sind. Und damit haben wir eine gewaltige Kraftanstrengung gemeistert und sind in finanziellen Angelegenheiten bald endlich wieder unser eigener Herr. Das ist ein riesengroßer Erfolg, an dem ganz besonders die Kolleginnen und Kollegen der Kämmerei ihren Anteil haben und damit ihr langjähriger Chef, Herr Dr. Karl-Heinz Blasweiler und sein Nachfolger Sven Haarhaus. Einen herzlichen Dank dafür. Allerdings dürfen wir uns von diesem Erfolg nicht blenden lassen. Das heißt nicht, dass wir jetzt plötzlich im Geld schwimmen und wir werden weiterhin genau abwägen müssen, welche Investitionen sinnvoll und lohnenswert sind und welche Einsparungen sich nicht vermeiden lassen. Das ist und bleibt ein anspruchsvoller Spagat. Fest steht aber, dass wir Geld in den räumlichen und digitalen Ausbau unserer Schulen stecken müssen und werden. Als ein gelungenes Beispiel hierfür möchte ich die Ida Gerhardi-Schule nennen, an der seit Sommer Grundschülerinnen und Grundschüler unterrichtet werden. Auch in die außerschulische Bildung werden wir weiter investieren. Dazu gehört unter anderem unser regionales Projekt Lernfabriksken, das eine gut ausgerüstete Anlaufstelle für außerschulisches und digitales Lernen werden soll. Und darüber hinaus freuen wir uns als Verwaltung, dass der Teilstandort der Fachhochschule Südwestfalen am Bahnhof weiter ausgebaut werden soll und damit das Quartier der Denkfabrik weiter gestärkt wird. Lüdenscheid soll der zentrale Bildungsstandort der Region sein. Denn Bildung ist die zentrale Grundlage für die Ausbildung der Fachkräfte von morgen und damit auch für unsere Unternehmen hier vor Ort. Um als Stadt attraktiv zu sein, als Lebens- und Wohnort, braucht es aber auch eine lebendige und zukunftsfähige Innenstadt mit großer Auswahl und vielfältigen Angeboten. Hieran müssen wir arbeiten. Erste wichtige Schritte haben wir mit der Neugestaltung der öffentlichen Räume in der Altstadt und der Wilhelmstraße bereits gemacht. Die Umgestaltung der Altstadtgassen läuft und in Kürze geht es mit der oberen Wilhelmstraße und dem Graf-Engelbert-Platz weiter. Außerdem arbeiten wir an einer langfristigen Strategie, um die Leerstände in der City zu beseitigen und die Ladenlokale wieder mit Leben zu füllen. Und dabei werden wir als Stadt Lüdenscheid uns auf die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Gutachtens stützen, das das Hasso-Plattner-Institut erstellt hat. Die Ergebnisse werden wir Ihnen in Kürze präsentieren. So viel kann ich schon mal verraten. Die darin enthaltenen Ansätze sind sehr interessant. Sie sind ebenso praktisch wie zukunftsorientiert und bieten der Stadt und uns allen viele Chancen. Letztlich wird es aber an uns allen gemeinsam und unter Einbindung weiterer umfassender Expertise und den Betroffenen vor Ort sein, ein nachhaltiges, ein zukunftgewinnendes Konzept zu entwickeln. Auf uns alle wird es ankommen. Allein deshalb, weil wir damit auch in direkter Konkurrenz mit anderen stehen. Für die Neugestaltung der Innenstadt braucht es außerdem Kreativität, Entschlossenheit und Mut. Das gilt auch für die großen leerstehenden Immobilien, vor allem für das Forum und das Peek und Kloppenburg-Gebäude. Dass dort ein Investor trotz weit fortgeschrittener Planungen doch noch ausgestiegen ist, war für uns ein schwerer Schlag. Hat aber auch gezeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Davon lassen wir uns aber nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil, wir arbeiten bereits an neuen Lösungen. Und dass wir solche haben, zeigt sich unter anderem daran, dass sich ein Investor mit einem innovativen Konzept für das einige Zeit leerstehende Adlergebäude am Rosengarten gefunden hat. Ich sichere Ihnen zu, insbesondere bei der Wiederbelebung der Großimmobilien nicht locker zu lassen. Zu einer attraktiven Innenstadt gehört aber auch ein Gefühl von Sicherheit. Und deshalb werden wir es auch unter keinen Umständen hinnehmen, wenn einige wenige Menschen sich nicht zu benehmen wissen und für Verunsicherung und Angst sorgen. Die Polizei hat die Situation mit verstärkten Kontrollen und einem neuen Konzept entschärft. Dafür bedanke ich mich.
Allerdings haben die Probleme auch deutlich gemacht, dass wir dringend wieder einen professionell aufgestellten Ordnungsdienst brauchen, eine Stadtstreife. Die konzeptionellen Arbeiten dafür sind bereits weit fortgeschritten und wir werden neue Leute einstellen, die für unser Ordnungsamt arbeiten. Die ersten Kolleginnen und Kollegen bereits in den kommenden Monaten. Das ist in meinen Augen nicht nur notwendig, sondern unabdingbar. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes möchte ich ausdrücklich danken. Seit Beginn der Pandemie, also seit fast 2 Jahren, arbeiten die Kolleginnen und Kollegen hier am Limit. Das wäre ohne weit überdurchschnittliches Engagement und der Bereitschaft zu Extraschichten nicht möglich gewesen. Und gleichzeitig möchte ich aber auch all diejenigen aus der Gesamtverwaltung danken, oder denjenigen danken, die in anderen Fachdiensten arbeiten, das Ordnungsamt aber trotzdem bereitwillig unterstützten, als der Bedarf da war. Das ist ein wichtiges Zeichen für die gute Zusammenarbeit und das gute Miteinander in der Verwaltung. Und ich bin stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen und freue mich darauf, auch im kommenden Jahr mit Ihnen und euch die Geschicke in und für Lüdenscheid zu lenken. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich auch bei den beiden neuen Dezernenten bedanken. Sie haben in den ersten Monaten bei uns bereits einen sehr, sehr guten Job gemacht. Es handelt sich um Sven Haarhaus, der den Fachbereich Zentrale Dienste übernommen hat, sowie um Fabian Kesseler, der den Bereich Bürgerservice Soziale Dienste leitet. Schön, dass Sie bei uns sind. Liebe Lüdenscheiderinnen und Lüdenscheider, lassen Sie uns, auch wenn es schwerfällt, positiv und mit viel Optimismus und Mut nach vorne schauen. Lassen Sie uns zusammenhalten, einander helfen und gegenseitig Rücksicht aufeinander nehmen. Lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Lassen Sie uns Ideen und Konzepte entwickeln und diese umsetzen. Es lohnt sich, denn wir leben in einer schönen Stadt, die noch so viel Potenzial hat und die schöner werden kann und wird. Packen wir es an mit Mut, mit Entschlossenheit und mit Zuversicht. Ich glaube fest daran, dass der Jahresrückblick 2022 deutlich mehr positive Highlights bereithalten wird. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Thank you.
Thank you.